Willkommen zurück zu Stranded Deep. Ich habe jetzt schon mal hier ein bisschen aufgeräumt, die Kisten leer gemacht, Speere eingepackt. Und was mir aufgefallen ist, das gab es früher nicht. Man kann die jetzt stapeln, dann ist das wie so ein Lager. Mal einmal Steine, Kokosnüsse hier. Holz werden wir auch noch machen, aber das werden wir gleich verbauen oder in der nächsten Folge. Das freut mich richtig. Jetzt haben wir 47 Palmwedel drin. Dann fliegen die hier nicht alle rum. Mit dem Tauwerk hier ging das auch. Ist auch ein Lager jetzt. Ja, das ist auf jeden Fall richtig gut. Weil als ich das erste Mal früher gespielt habe, da gab es auch nur in der Kiste drei Slots und nicht so wie diese Lager hier. Da lag hier alles rum und das war nicht so toll. Gut, dann würde ich sagen, jetzt fahren wir mal zu der Insel da hinten hin. Die sieht gut nach Holz aus. Werden wir die mal anfangen zu farmen. Und dann sollten wir erstmal wieder Holz haben, um hier weiterzumachen. Das ist jetzt eigentlich so der Plan. Ja, einmal trinken könnten wir noch. Kokosnuss könnten wir zur Not da auch essen. Dann werden wir mal zack losfahren. Ich bin gespannt. Ich habe Speere mit, falls da irgendwas ist, ein Schwein oder so. Und Messer auch zum Ausnehmen, weil Leder könnten wir gebrauchen und großes Fleisch. Einmal hier rumfahren. Oh, sollte hinhauen. Und dann sehen wir uns gleich kurz vor der nächsten Insel wieder. Na, die sieht doch ganz nett aus hier, die Insel. Was da hinten auf dem Schiff ist, verrate ich noch nicht. Das werdet ihr noch sehen. Legen wir jetzt hier erstmal an. Kommen wir hier rüber. Ne, egal, komm. Zack, hoch das Ding. So, und hier liegt schon mal Stoff und da vorne auch, aber das lassen wir erstmal. Ich würde sagen, erstmal die ganzen Kisten hier verteilen. Und jetzt nehmen wir nur erstmal Stein, Wellblech und Holz mit. Mal kurz grob hier rumgucken. Den Rest finden wir ja wieder irgendwann noch, wie beim letzten Mal. Einmal grob rum und dann farmt man eh alles zusammen. Oh, hier liegt schon mal Wellblech. Auf diesem kurzen Stück haben wir schon 6 Steine. Gucken, wie viele wir jetzt hier noch finden. Eine Riesenkrabbe. Aber dafür haben wir ja Speer mit. Na, die wird mich jetzt bestimmt ein-, zweimal zwicken. Na, so. Können wir auch gleich dein Fleisch mitnehmen. Mal ein paar Steine gucken und dann fangen wir an, die Palmen zu hacken. Ich habe nämlich echt Bock, das Haus langsam mal weiterzubauen. Und da geht eine Menge drauf. Ja, auch noch einer. Wie gesagt, einmal grob rum und dann finden wir den Rest eh irgendwann noch. Steine zusammen. Können wir gleich mal eine Kiste hauen. Zwölf, 13 Steine haben wir hier weggeholt. Bis jetzt. Also ich habe kein anderes Tier gesehen, da können wir die Speere eigentlich auch erstmal
in die Kiste packen. Leider kein Wildschwein hier. Dann fangen wir gleich mal mit dem Palmier. Oh, Steinlager sind ja auch wieder. Wie viel hier denn? Eins, zwei, drei. Wow. Also Steine haben wir bald ordentlich. Können wir noch einen Wasserdestillierer bauen für die Beete. Hammer müssen wir auch noch mehr als einbauen. Ja, aber so passt das eigentlich alles ganz gut. Also Steinmangel haben wir nicht. Bis jetzt. Ich hoffe, die Axt hält durch. Aber sollte eigentlich... Ne, die lassen wir noch liegen, oder? Ne, nehmen wir jetzt... Ne. Wir nehmen erstmal nur Holz jetzt hier mit. Ne? Da. Dich auch gleich. Schon so ein Bock, das Haus weiterzumachen, das glaubt ihr gar nicht. Da liegt eine Kartoffel, die brauchen wir später im Beet für Sprit. Für unseren Motor, den wir aber noch nicht bauen können. Ich glaube, ein, zwei Teile fehlen noch. Das sind immer die Teile, die in den Kisten drin sind. Die Palme hier um. Oder was sagt man? Ja, doch. Und weiter. Nee, Kokosnuss, du bleibst noch liegen. Tut mir leid. Dich nehmen wir irgendwann anders mit. Vielleicht. Aber nach Essen könnten wir mal gucken. Vielleicht können wir uns die gleich reinhauen. Ja, es wäre gar nicht mal so schlecht. Können wir die. Naja. Müssen wir gleich machen. Zweite Kiste auch voll. Dritte auch. Jetzt hauen wir uns erstmal die Kokosnuss rein, trinken und essen. Da. Kriegen wir noch einmal Essen raus. Gönn dir. Ja. Sieht schon besser aus. Sticks, Sticks, Sticks. Die Uhr gucken. Da keiner mehr drin. Oh, das geht ja noch. Das geht ja noch. Also ich würde lieber die hier mehr hacken, anstatt die Palmen. Die hier gehen echt ratzfatz, die kleinen Bäume. Kriegt man auch meistens viel raus bei den größeren. Ja, komm, hacken wir hier nochmal eine Palme und dann
Nehmen wir die hier alle, hier die noch Stickies. Machen wir die gleich um. Ah, dass man die Palmwedel und so jetzt auf den Stapel machen kann, das ist richtig gut. Bin ich echt begeistert von. Ja. Na, klopf schneller, ich will bauen, ich habe da voll Bock drauf. Ah, können wir eigentlich auch schon. Da war auch noch einer. Komm. Muss mich abkühlen. Sagt denn der Tacho? Bringt das was? Ne. Ja, da müssen wir jetzt. 15 Uhr geht die Sonne wieder ein bisschen runter, also dann ist er nicht mehr so stark. Ich will jetzt hier auch nicht einfach rumstehen. Komm. Nehmen wir ein paar Stickies. Zwei können wir noch. Dich auch noch und das war's. Ja. Ah, Sonne ist gleich weg. Also nicht mehr so stark. Ja, ich muss mich abkühlen, ich weiß. Könnten wir kurz ins Wasser. Ich glaube, das bringt auch ein bisschen. Gleich auch mal wieder freie Fahrt hier. 4 Minuten. Ach, weil jetzt hier im Wasser steht. Ja, ich weiß. Meckern nicht immer rum. Piep, piep. Ja, jetzt geht's wieder. Viel kriegen wir auch gar nicht mehr mit. Hier gleich den Stöcker mitnehmen, was hier rumliegt. Ja, hier. Oh, da hinten hat man die Palme irgendwo, ne? Die nächste. Und dann können wir wieder bauen. Ah, ich glaube, ich mache das echt mit den Zeitraffern beim Holzhacken auf Doppelt- oder Dreifachgeschwindigkeit dann. Weil es irgendwie doch ein bisschen nervig hier. Oder auch langweilig anzugucken, wenn man hier die ganze Zeit nur auf eine Palme kloppt. Oder ich mache, genau, ich habe noch eine Idee. Ich könnte auch die Baumstämme einfach so mitnehmen. Und dann offline zu Hause kaputt hacken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich werde beides mal versuchen. Einmal die Art und einmal mit Zeitraffer. Müsste auch gleich voll sein, ne? Gucken, was noch in die Kiste reingeht da.
das nur eine Kiste oder was ist da drin? Und ne, schade. Bloß raus hier, nicht noch vergiften. Die war auch voll. Hier geht noch. Und jetzt kriegen wir jetzt unsere Kisten noch mit oder müssen wir auch gerade so. Ja, dann sind wir voll und können abhauen. Kommen wir dann jetzt hier auch gut weg? Ah, zieht er oder zieht er nicht? Ich glaube, ich muss ein Stück vorschieben. So. Rauf da mit dir. So, wo ist denn jetzt unsere Insel? Das war da, dann muss die da vorne sein. Ja, genau. Dann sehen wir uns gleich auf unserer Insel wieder. Da steuern wir bei Nacht unsere Insel an. Werden gleich die Kisten hinschmeißen und dann war es das auch schon wieder für die Folge. Und in der nächsten werden wir dann hier weiter unser Haus bauen. Und stopp. Da bloß nicht rauftreten. Den hatten wir geworfen, ja. Allee, jupp. War ja super, der war ja richtig super. Schlafen müsste auch mal wieder. Schmeißen wir jetzt hier noch die Kisten hin. Dann werde ich gleich noch offline die Baumstämme zerhacken. Und dann können wir in der nächsten Folge wieder anfangen, weiter zu bauen hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut.